Und genau deshalb stagniert ihr Gewicht. Sie möchten ein paar überflüssige Kilos abnehmen, schon lange wahrscheinlich. Ein langsamer Stoffwechsel kann Ihrem Erfolg im Weg stehen. Es gibt ein paar ganz typische Fehler, die den Stoffwechsel verlangsamen können und die viele von uns täglich machen. Auf der einen Seite bemüht man sich, gibt alles, gibt quasi Gas und dann fährt man die ganze Zeit mit einer angezogenen Handbremse. Und in diesem Video jetzt möchte ich Ihnen einmal die Top, 7 Fehler nennen, die Ihren Stoffwechsel ausbremsen und dafür sorgen können, dass es mit dem Abnehmen trotz bester Einstellung aller Versuche einfach nicht klappen möchte. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und ich möchte mit meinem Kanal medizinisch, verständlich und korrekt über wichtige Krankheiten, Gesundheitsthemen und auch Themen wie Ernährung, Sport aufklären. Und gerade weil beim Abnehmen viele Fehler passieren können, viel auch falsch gemacht wird, legen wir damit direkt einmal los. Fehler Nummer 1, ohne Wasser läuft nichts. In so vielen Videos von mir betone ich es, wie wichtig es ist. Fehler Nummer 1 ist, Sie trinken zu wenig Wasser und sehr wahrscheinlich trinken Sie zu wenig Wasser. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist elementar für sämtliche Stoffwechselprozesse. Flüssigkeit braucht man für den Stoffwechsel. Bleibt dieser aus, dann wird der Stoffwechsel heruntergefahren, um Wasser und Energie zu sparen. Und auch darüber hinaus hat ausreichendes Trinken Vorteile fürs Abnehmen. Wasser hat zum Beispiel 0 Kalorien und quält verzehrte Ballaststoffe, die ja auch wichtig sind, im Magen auf, was sättigend wirken kann. Und dadurch lassen sich die gefürchteten Heißhungerattacken vermeiden. Heißhungerattacken dann, wenn der Blutzuckerspiegel stark runterfällt und man alles isst. Hauptsache, man bekommt was im Mund rein. Einfach gesagt, ohne Wasser funktioniert nichts. Und für Sie als Orientierung trinken Sie mindestens 1,5-2 Liter pro Tag. Am gesündesten ist es für Sie, die Trinkmengen natürlich gleichmäßig über den Tag zu verteilen. Und wer ganz genau ist, sagt man 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und am besten gekühltes Wasser trinken, denn dann werden 0 Kalorien aufgenommen, aber durch die Aufwärmung des kühlen Wassers Kalorien sogar verbrannt. Das ist der sogenannte Thermic Effect of Foods. Nicht viel, aber bekanntermaßen, Kleinvieh macht auch Mist. Und inzwischen gibt es sogar Apps, die Sie regelmäßig daran erinnern können, dann verlieren Sie nicht den Überblick. Schmeckt Ihnen Wasser vielleicht nicht, ist es zu langweilig, dann einfacher Tipp, verfeinern Sie Ihr Wasser mit Orangenscheiben, Ingwerstücken oder ähnliches. Je nachdem, was Ihnen schmeckt. Aber natürlich keine süße Plörre, weg mit süßer Plörre. Und jetzt auch noch schnell die Sache mit dem Alkohol, quasi das Gegenteil von Wasser, nämlich schlecht. Der Alkohol muss weg. Denn neben all seinen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit, Alkohol ist Gift, Zellgift, Nervengift, stört er auch Ihren Stoffwechsel. Weil Alkohol ein Zellgift ist, möchte Ihr Körper diesen nach dem Alkoholkonsum sofort abbauen. Das ist gut. Das Gift soll ja wieder raus. Alle anderen Stoffwechselprozesse müssen sich dann hinten anstellen. Und jetzt noch ein kurzer Ausflug mal in die Welt des Stoffwechsels. Mal ein bisschen Details, Wissen für Sie. Teil des Energiestoffwechsels sind der Zitratzyklus und die Atmungskette. Und diese werden grundsätzlich zur Energiegewinnung benutzt. Muss jeder in der Biochemie, jeder Mediziner lernen. Und durch den Konsum von Alkohol und dessen Abbau werden genau diese beiden Prozesse blockiert. Und die Folge ist, dass Ihr Körper Fettsäuren produziert. Heißt letztendlich, durch den Konsum, durch das Trinken von Alkohol wird Ihr Stoffwechsel teilweise lahmgelegt. Gerade Ihre Leber ist ja damit beschäftigt, das Gift, den Alkohol, aus dem Körper zu eliminieren und kann stattdessen dann sich nicht um die Fettverbrennung kümmern. Zwei so wichtige Dinge auf einmal wie Alkohol eliminieren und Fettverbrennung gehen halt nicht so gut auf einmal. Sie sehen, Alkohol und Abnehmen passt nicht zusammen. Aber das machen viele. Erst hungern sie den ganzen Tag, versuchen abzunehmen und dann gibt es irgendwie 2 Gläschen Sekt. Und noch ein Argument gegen Alkohol. Alkohol, vor allem viel Alkohol, macht hungrig. Da hat man direkt Lust auf etwas Deftiges. Das liegt am Hormon Ghrelin. Es wird im Magen produziert und ist beteiligt an der Steuerung des Hunger- und Sättigungsgefühls bei uns im Gehirn. Da wirkt es dann. Und durch den Konsum von Alkohol steigert sich der Ghrelinspiegel. Und dadurch haben Sie vermehrt das Verlangen, etwas zu essen. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie irgendwie ordentlich einen getrunken haben, dass Sie danach noch eine Pizza essen wollen, am Buffet was essen wollen. Es besteht auch der Verdacht, dass Ghrelin eine Rolle sogar in der Alkoholabhängigkeit spielt. Doch da muss noch ein bisschen mehr geforscht werden. Versuchen Sie bitte, Ihren Konsum so zu reduzieren. Am besten wäre natürlich auch ein Verzicht, weil dann sollten Sie auch weniger Probleme mit dem Abnehmen haben. Und mal ganz unabhängig davon, viel Alkohol formt diesen Bierbauch, ist vielleicht auch noch ein lustiger Spruch,
Aber gerade der Bierbauch, dieses viszerale Fett, ist besonders schädlich für unsere Gesundheit. Fehler Nummer 2, sie vernachlässigen den Sport. Viele machen den Fehler, auf Sport zu verzichten. Klar, Ernährung ist zum Abnehmen wahrscheinlich die wichtigere Säule, Stichwort Kaloriendefizit. Gerade durch Bewegung wird aber ihr Stoffwechsel zusätzlich angekurbelt. Und sinnvoll ist da die Kombination aus Kraft und Ausdauersport. Machen Sie bitte beides. Ich nenne das auch immer Fremdgehen. Nicht nur im Fitnessstudio irgendwie trainieren, sondern auch zum Beispiel noch joggen gehen. Durch regelmäßige Bewegung wird der Fettstoffwechsel viel besser genutzt. Ihre Muskulatur greift vermehrt auf freie Fettsäuren und Ketonkörper als Energiequelle zurück. Gewichtsverlust ist hier ganz automatisch vorprogrammiert. Und je sportlicher Sie sind, desto mehr Energie benötigt Ihr Körper. Ein aktiver Lebensstil ist Teil eines gesunden Lebens. Bei all den Vorteilen ist die Umsetzung natürlich meist das Problem. Logisch, Sport kann Spaß machen und ich zum Beispiel kann ohne nicht. Trotzdem muss man auch realistisch bleiben. Nicht immer ist im Alltag Zeit für ausgiebiges Training, private Verpflichtungen, Freunde treffen, Familie, Arbeit. Deswegen möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps mitgeben. Erstens, nutzen Sie so oft wie möglich die Treppe statt den Aufzug. Hört man immer wieder, macht aber so gut wie niemand. Sehe ich selbst immer im Krankenhaus, alle nehmen den Fahrstuhl. Zweitens, bei einer Mittagspause versuchen Sie danach spazieren zu gehen. Und drittens, verzichten Sie so weit wie möglich auf das Auto. Drei ganz einfache Tipps, die sofort mehr Bewegung in Ihren Alltag bringen. Fehler Nummer 3, Sie schlafen zu wenig. Schlaf ist neben gesunder Ernährung und Sport ein wichtiger Pfeiler für unsere Gesundheit. Leider wird er oft vernachlässigt, völlig unterschätzt. Oft werden ca. 7 Stunden als optimal für Erwachsene mittleren, hohen Alters genannt. Abweichungen sind natürlich möglich, eher sogar noch mehr schlafen. Früher hat man immer gesagt, boah, ich brauche nur 5 Stunden Schlaf, bin ich für ein geiler Typ. Nee, länger schlafen ist gut. Wichtig ist, dass Sie sich im Alltag dann ausgeruht und leistungsfähig natürlich fühlen. Bereits eine schlaflose Nacht scheint schon Auswirkungen auf Ihren Stoffwechsel haben zu können. Im Schlaf nehmen wir ab. Wenn wir wach sind, nachts nehmen wir nicht ab. Da werden wieder bestimmte Hormone in unserem Körper gebildet, wie das Stichwort Ghrelin, Leptin. Und auch der Blutzuckerspiegel, der steigt natürlich auch. Man vermutet nämlich, dass die Muskelzellen bei Schlafmangel schlechter auf den Zucker im Blut zugreifen können und stattdessen mehr auf zum Beispiel Proteine zurückgreifen. Und auf Proteine zurückgreifen sollen sie ja eigentlich gar nicht. Der Grund dafür ist vermutlich eine höhere Ausschüttung von Cortisol. Das Stresshormon Cortisol hemmt nämlich die Ausschüttung von Insulin, das den Zellen ja das Signal gibt, den Zucker aus dem Blut aufzunehmen. Und die Aufnahme von Glucose durch Fettzellen scheint sich hingegen zu erhöhen. Die nicht verwertete Glucose wird deshalb vermehrt als Fettreserven eingelagert. Auf Dauer, logisch, kann das zu einer Gewichtszunahme und einem erhöhten Risiko auch für Typ 2 Diabetes führen. Also kurzum, viel Schlafen ist gut fürs Abnehmen, wenig Schlaf schlecht. Besonders anfällig für einen durch Schlafproblem verlangsamten Stoffwechsel sind Menschen, die im leider Schichtdienst arbeiten, also auch wie ich. Weil wir haben einen ständigen Rhythmuswechsel und der Körper muss sich dann jedes Mal natürlich wieder erneut anpassen. Mal 24 Stunden wach, mal nachts arbeiten, mal tagsüber arbeiten und meistens wird dann zusätzlich noch ungesund gegessen. Und schon bleiben die Diäterfolge natürlich dann aus. Umso wichtiger ist es, eine Schlafhygiene in den Alltag zu integrieren. Und das bedeutet zum Beispiel für vor dem Schlafengehen, mein Tipp, erstens digitale Geräte zu vermeiden, 30 bis 60 Minuten vorher Handy weg. Zweitens auf eine angenehme, kühle Raumtemperatur zu achten, machen viel auch nicht. Drittens Störgeräusche, Lichtquellen zu minimieren, wirklich dunkel sollte es sein. Vieles für eine erholsame Nacht haben Sie selbst in der Hand. Muss man so sagen. Und nochmal wichtig auch, wer im Schichtdienst arbeitet nachts, oft ist das so eine Ausrede, man kann dann essen, was man will, weil man ja nachts arbeitet und oh, nachts sind sozusagen alle Katzen grau. Unserem Körper ist es egal, ob wir sozusagen Red Bull und Pizza nachts um 3 essen oder tagsüber. Denn es ist gleich schädlich. Fehler Nummer 4, Sie unterschätzen den Faktor Stress. Schlaf das eine, Stress das andere. Gefühl 24/7 Leistung bringen. In unserer modernen Welt ist Stress ein treuer Begleiter. Ein Fehler, der Ihren Diäterfolg zunichte machen kann. Zur Erklärung einmal, es gibt 2 Formen von Stress. Eustress, der gute Stress und Distress. Zu Deutsch guter und schlechter Stress. Grundsätzlich ist akuter Stress normal und sinnvoll, haben wir alle mal. Aber in chronischer Form, dauerhafter Form ist der schädlich. Mögliche Konsequenzen können sein Libidoverlust,
Schlafstörungen, schlechte Stimmung, Depressionen. Die Liste geht noch ewig weiter. Ganz viele Auswirkungen hat es und auch auf Ihren Stoffwechsel. Der kann darunter leiden. Durch ständige Stresshormonausschüttung, Stichwort Cortisol wieder, Noradrenalin, sind Sie dauerhaft angespannt und in Alarmbereitschaft. Und Ihr Körper glaubt sozusagen, Sie befinden sich in einer Bedrohungssituation. Und als Reaktion darauf wird Glucose, also Zucker, also freigesetzt, damit Ihr Körper genügend Energie für eine vermeintliche Fluchtsituation hätte. Er braucht ja jetzt Energie, um fit zu sein bei der Stressreaktion. Ein nützlicher Effekt, den wir heutzutage aber fast nicht mehr brauchen, gerade bei chronischem Stress brauchen wir das ja nicht, und der dann zu einem Verlust von Muskelmasse und zur Einlagerung von Fett führt. Also klarer Appell an Sie, vermeiden Sie chronischen Stress. Und hier können zum Beispiel helfen alles, was Ihnen gut tut. Sport, Entspannungsübungen. Finden Sie das, was Sie persönlich runterbringt. Da ist auch jeder individuell. Grundsätzlich ist es auch wichtig, mal Nein sagen zu lernen und zu können, privat wie beruflich. Geht natürlich auch nicht immer, muss man auch sagen. Trotzdem lieber weniger vornehmen und dafür gesünder leben. Fehler Nummer 5, Sie essen das Falsche. Logisch, in unserer Ernährung, da schleichen sich häufig Fehler ein. Sicherlich kennen Sie es, kein Bock auf Kochen, lieber eine Pizza in den Backofen schieben. Die Auswahl ist groß und die Produkte sind schnell zum Verzehr ja auch bereit, stehen überall da. Ihr Stoffwechsel wird es Ihnen aber nicht danken, muss man so sagen. Industriell hochverarbeitete Produkte und Abnehmen, das passt leider nicht zusammen. Abgesehen von schlechtem Nährstoffgehalt, leeren Kalorien, kommt eine hohe Energiedichte auch noch hinzu. Meistens werden viel zusätzlicher Zucker, versteckter Zucker, Industriezucker und andere Zusatzstoffe noch zugesetzt. All das kann neben der offensichtlich hohen Kalorienzufuhr zu einem mangelnden Sättigungsgefühl, zu Heißhungerattacken, zu Blutzuckerspitzen etc. führen, die auf Dauer den Stoffwechsel durcheinander bringen können. Neben dem Aspekt, dass Sie durch den hohen Verzehr zunehmen können, gibt es auch andere gesundheitliche Bedenken. Viel hochverarbeitete Produkte können Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Typ-2-Diabetes, also die Klassiker, die Erkrankung auch der Wohlfahrtsnationen wie Deutschland natürlich fördern. Und Sie sollten deshalb solche Produkte deshalb bitte nur in Maßen essen oder gleich darauf verzichten. Mein Tipp immer, wenn Sie hinten mehr als 5 verschiedene Stoffe sehen, die da drin sind, dann ist es immer zu viel. Bei einer Kartoffel ist ja nur ein Stoff sozusagen drin. Besser kochen Sie selbst, machen Sie Meal Prepping, bereiten Sie das Essen vor, dann wissen Sie auch, was drin ist. Fehler Nummer 6, Sie machen zu wenig Krafttraining. Klar, nicht jeder möchte wie ein gestählter Bodybuilder aussehen, auch ich nicht. Passt doch gar nicht zu meiner Körperformation. Machen Sie deshalb aber nicht den Fehler, gänzlich auf Krafttraining zu verzichten, denn mehr Muskelmasse bedeutet auch, viel Energie zu verbrennen. Man schätzt, dass es ca. 13 Kilokalorien pro Kilogramm pro Tag sind. 20% Ihres Energiebedarfs werden durch Ihre Muskeln erzeugt. Und nur mal zum Vergleich, Fett liegt gerade mal bei 5%. Muskulatur braucht viel Energie, der Grundumsatz steigt, also in Ruhe. Das Schöne ist, die Muskulatur macht das nämlich immer. Auch in Ruhe brauchen Ihre Muskeln Energie, auch wenn Sie schlafen. Und wie bekommen Sie mehr Muskeln? Logisch mit Krafttraining. Hanteln. In welcher Form, das ist Ihnen überlassen. Es muss nicht der klassische Fitnessstudio-Besuch sein. Schon mit Eigengewichten zu Hause auf der Matte können Sie Erfolge erzielen. Machen Sie Ganzkörpertrainings, das ist immer am empfehlenswertesten. Den ganzen Körper, damit alles quasi gleichmäßig trainiert wird. Fehler Nummer 7, es hapert am richtigen Timing. Gemeint ist das Timing Ihrer Mahlzeiten. Ob man frühstücken möchte oder morgens gar nichts runterbekommt, ist vielleicht Typsache und Sie sollten sich zu nichts zwingen. Dennoch kann ein gutes Frühstück, und das empfehle ich absolut, nicht nur den Start in den Tag, sondern auch Ihren Stoffwechsel fördern. Und wenn Sie mit einem Kaloriendefizit morgens beginnen, weil Sie nicht frühstücken, dann rennen Sie dem hinterher und irgendwann essen Sie einfach alles, weil Sie richtig großen Hunger haben. Stichwort postprandiale Thermogenese. Darunter versteht man den steigenden Energieverbrauch in Form von Wärmeabgabe nach der Nahrungsaufnahme. Und deswegen ist es gut, wenn Sie gleich morgens schon was essen. Ihr Körper braucht vermehrt Energie, um die Stoffwechselprozesse ausführen zu können. Deswegen auch kaltes Wasser zum Beispiel trinken. Die diätinduzierte Thermogenese oder auch DIT ist abends deutlich weniger aktiv als morgens. Und das Ganze ist auch unabhängig von der Kalorienmenge. Auch Blutzuckerspitzen und Heißhunger können dadurch weniger oft vorkommen. Also wirklich gute Sache. Aus dieser Perspektive bietet sich ein gutes, sättigendes Frühstück
und ein eher leichtes Abendessen an. Mit Proteinen schon morgens beginnen, nicht erst abends. Wenn Sie aber zum Beispiel mit Intervallfasten aktuell gut fahren und erst um 11 Uhr zum Beispiel die erste Mahlzeit zu sich nehmen, müssen Sie sich aus diesem Grund jetzt nicht zu einem Frühstück zwingen. Mal Intervallfasten ist vielleicht auch was Gutes. Generell empfehle ich aber immer schön, ein gesundes, abwechslungsreiches Frühstück zu sich zu nehmen. Ganz wichtig noch, oder einen Punkt habe ich noch, einen Tipp. Einfach mal sagen, ich schaue im nächsten Monat genau auf meine Schlafroutine. Integrieren Sie Punkt für Punkt in Ihren Alltag. So lassen sich häufige Fehler vermeiden und Sie sind nicht überfordert von den ganzen Änderungen auf einmal. Das kann nämlich auch immer gefährlich sein. Natürlich ist es auch wichtig, dass Sie sich hin und wieder mal belohnen. Mal was anderes frühstücken als vielleicht das gesunde, ausgewogene, proteinreiche Frühstück. Sie haben ein Ziel erreicht, dann gönnen Sie sich etwas. Wir leben im Hier und Jetzt. Wichtig ist, dass Sie sich wohlfühlen, nicht asketisch leben. Ich hoffe aber, ich konnte Ihnen jetzt mit wertvollen Tipps ein bisschen was mitgeben, woran es vielleicht liegt, dass Sie nicht abnehmen. Und nochmal, Gas geben und Handbremse gleichzeitig, das ist nicht sinnvoll. Und damit meine ich vielleicht nichts essen, den ganzen Tag hungern, aber dann irgendwie süße Plörre trinken und einen Kuchen essen als Beispiel oder Gläschen Sekt trinken. Das ist kontraproduktiv, kann man mal machen, gezielt. Dann weiß man aber auch, was es bewirkt, aber nicht sozusagen sich wundern, wenn dann die Effekte nicht kommen. Das ist wichtig zu wissen. Gerne kommentieren Sie jetzt einmal das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.